Hallo, heute mache ich Schweizer Wurstsalat. Dazu brauchen wir 200 Gramm Fleischwurst, 100 Gramm Emmentaler, eine halbe Zwiebel, zwei Gewürzgurken, Gewürzgurkensud, Essig, Öl, Salz und Pfeffer. Als erstes schneide ich die Fleischwurst in feinen Streifen. Die Streifen werden jetzt in einer Schüssel reingegeben. Den Käse schneide ich genauso in Streifen. So, gebe ich ebenfalls zu der Wurst. Die Gurken werden auch in feinen Scheiben geschnitten. In die Schüssel gegeben. Die Zwiebel wird in kleinen Würfel geschnitten. Ich nehme aber immer so einen Multihacker, so einen kleinen. Dann geht es einfacher und ja, stoße da rein und ich drehe. So, die Zwiebel. Zwiebelwürfeln werden dann jetzt auch reingetan. So, für den Dressing. Für den Dressing nehme ich jetzt erst einmal ein Esslöffel von der Gewürzgurkensud. Zwei Esslöffel Salatessig. Und 4 bis 5 Esslöffel Öl. So, nun kommt noch Salz und Pfeffer da rein. So, dann wird es schön verrührt. Und der Dressing wird dann über die Wurst, Käse, Gurke und Zwiebeln gegeben und verrührt. Der Salat muss dann so für eine Stunde im Kühlschrank zum Durchziehen und dann kann man ihn auch schon anrichten. Dazu kann man eine Scheibe Brot essen, wenn man möchte, oder auch einfach nur den Salat, wie man es möchte. So, ich stelle ihn jetzt im Kühlschrank und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!